Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil HD Remastered. Wir haben Forrest gefunden. Der kleine Lümmel versteckt sich einfach hier draußen auf der Terrasse. Und ich weiß nicht mal hundertprozentig, was sich da hinten befindet. Auf jeden Fall gibt es da noch was, aber ich habe sowieso keinen Itemplatz. Deswegen werde ich wahrscheinlich wieder zurückgehen. Ach, wisst ihr was, wir gucken einfach. Oh, nur zwei grüne Kräuter, okay. Okay, Forrest, bleib du doch mal sitzen. Ich weiß nämlich, wenn wir da noch dieses kleine Stück nach hinten gehen, dann wird nämlich der Typ da ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, lebendig, ne? So halb zumindest. Und er trachtet uns dann nach dem Leben und das finde ich überhaupt nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Mm-mm. Besonders da es da nur zwei Heilkräuter gibt und wären wir im Chill-Szenario, würden wir dann den Granatwerfer bekommen, das weiß ich. So. In dem Gang sind zwei Zombies. Ich habe den Rüstungsschlüssel verwendet. Oh, Chris, mach einen Abgang. Nein, ich häng fest. Der ist hundertprozentig nicht tot, oder? Doch, er blutet. Awesome. Mit drei Kugeln? Wirklich? Der andere leckt die Wand. Naja, wenn es Spaß macht, ne? Na, was ist los? Okay, der spielt sich da hinten mit der Wand. Soll mir recht sein. Gab es hier nicht noch irgendwo ein Item hier? Es scheint jetzt nichts Nützliches zu geben. Sag doch sowas nicht, Chris. Ah, wird jemand den Kiefer aufreißen, wenn die umfallen? Guckt ihn euch an, hä? Das sieht schon irgendwie. Ja, auf der einen Seite widerlich, auf der anderen Seite auch traurig aus. Okay, ich sperre überall Türen auf, was mir nichts bringt im Moment. Wir spüren die Wärme des Lichts auf ihrer Haut, als sie näher kommen. Ja, das ist super. Wisst ihr, ich bin hier in lebensbedrohlichen Lagen, aber ich habe Zeit, Lampen zu füllen. Naja, ich meine, warum nicht? Wenn er schon Zeit hat dafür. Oh Gott, die letzten paar Kugeln. Der liegt immer noch hier. War das nicht auch eine? Ich habe einen Rüstungsschlüssel verwendet. Das ist supi. Oh, ich habe Angst, dass der Kerl aufsteht. Im nächsten Raum sind auch wieder zwei Zombies. Oh, das ist neu. Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Ich gehe davon. Ich gehe vor und suche einen Weg hinaus. Gezeichnet Wesker. Wesker, unser netter, lieber Teamkollege. Oder Teamführer, besser gesagt. Der Anführer des Alpha-Teams. Was hat er denn alles da gelassen? Oh mein Gott. Ein Pistolenmagazin. Eine ganze Schachtel Gewehrmunition. Und ein Erste-Hilfe-Spray. Das sind Sachen, die kann ich sehr gut brauchen. So, erste Hilfe. Wenn es doch mal etwas brenzlicher werden sollte. Zack. Zack. Dass ich zumindest zwei Plätze habe. So, dann muss ich noch ganz kurz zwischenspeichern. Denn das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr getan, ist mir aufgefallen. So, ich speichere mal auf Slot Nummer 2. Das ist Systemspeicherung beendet, wunderbar. Dann lege ich das Farbband wieder ab, weil das brauche ich nicht. Und dann muss ich wohl oder übel in den anderen Raum rüber. Ich glaube nicht, dass ich den zwei Zombies ausweichen kann. What the fuck?
Türgriff sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Das ziemlich durchgehen, ja. Ja, die Tür kann kaputt gehen mit der Zeit. Ich glaube, ich kann 3-4 Mal durchgehen. Und das, was ich da oben gehört habe, war der Crimson Head. Das ist also schon wieder eine halbe Stunde her, ne? Jetzt sehe ich natürlich nicht, ob der blutet oder nicht. Der blutet noch nicht genug, so wie es steht fest. Ah, widerlich. Ach Gott, geh weg. Dem läuft Blut aus dem Maul. Bah. Ich brauch unbedingt einen Kerosinkanister. Der Titel lautet: Bringe das wahre Licht zu den drei Geistern. Petür, was haben wir hier? Das Bild eines Helden mit einem Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter. Nein. Da sitzt eine Krähe auf der Stange. Die sehen auch so widerlich aus mit dem orangenen Auge. Naja, guck du nur. Schrei du nur. Ist okay. Tja, was brauchen wir denn alles? Lisa, geschützt vor den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am Unterrand des Bildes ist ein Schalter. Drücke. Nein, um Gottes Willen. Wir brauchen also die grüne Krone, das orangene Armband und die lila Halskette. Dazu müssen wir Farben mischen, das ist ganz einfach. Hat sich grün gefärbt. Mit einem Armband. Nee, das ist falsch. Das darf nicht grün sein. Das muss auf jeden Fall lila sein. Das Weiße mit einer Halskette. Lila, das passt. Heilig mit einer Krone. Liegt der gelben Gras. Hat sich grün gefärbt. Das passt auch. Müssen wir nur noch gucken wegen dem anderen Ding. Hier, das stimmt nicht. Hat sich weiß gefärbt. Nee, weiß stimmt auch nicht. Dann muss ich die andere Farbe nochmal ausmachen auf der anderen Seite. Krone passt, Halskette passt. Haha, jetzt passt das Ganze. Und jetzt, wenn ich diesen Schalter drücke, dürften mir die Krähen eigentlich nicht die Augen auspicken. Und so ist es auch. Und wir bekommen die erste Todesmaske. Prüfen wir diese Todesmaske doch einmal. Eine Todesmaske ohne Mund. Dann ist das die Maske, die nichts Böses sagt. Tür ist verschlossen. Dieses abgebrochene Schloss ist leicht zu knacken. Ah, jetzt habe ich keinen Schlüssel dabei. Seien wir doch mal ehrlich. Chris könnte doch da drüber steigen, oder? Das Gemeine ist ja in dieser Falle, wenn ich die Schalter oder die Farben falsch zuordne, geht durch diese Stange oben Strom durch und die Krähen werden da so ganz leicht aggressiv. Aber nur so ein ganz klein wenig. Der gute Mann, kommt er wieder vorbei? So. Karte einmal bitte. So. Da geht's raus in den Garten, das bringt mir noch nichts. Da oben gehe ich bestimmt nicht mehr rein, da ist ein Crimson Head drin. Dann könnte ich hier beim Hundegang wieder zurück in die Haupthalle. Ich muss auf jeden Fall da oben links noch rein. Gott. Wie ich das ganze Haus stopfen muss. Ich darf den Crimson Head nicht vergessen. Oh, 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 Zombies, 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 Zombies. Ich kann das Haus bald nicht mehr navigieren, wenn ich ehrlich bin. Oh. Ruff, ruff. Ja, Fido und Freunde, ne? Shit.
das Energie gekostet? Nee. Das ist nur so ein kleiner Rempler, so nach dem Motto, das ist deine erste und letzte Warnung. Okay, unten kann ich auch nicht mal vorbeigehen, das sind jetzt haufenweise Zombies. Gut, dass ich da schon alles rausgeholt habe. Das war doch ganz intelligent, das den Pflanzendünger zu holen. Ah, der einzige Ort, wo es sicher ist, solange ich die Haupttür nicht aufmache da vorne. Okay, lass mich überlegen. Ich muss oben rum. Ich muss doch oben rum. Chris, geh nach oben. Laufe ich wieder falsch, oder? Ja, jetzt kommt er von hier gleich. Ja, da ist er. Ja, mit Chill wäre es um einiges einfacher, allein schon, weil sie mehr Items tragen kann. Aber gut, mit Chris ist es auch schaffbar. Ich meine, ich kann ja eh ganz gut haushalten mit meinen Items, was ich jetzt dabei habe. Ach du Scheiße, da kommt auch einer rein. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Lass die Tür zu. Ja, ja, ja. Jetzt kommt der von allen Seiten. Ist recht. Ist recht. Ich hab's verstanden. Keiner mag mich. Ich sperre mich jetzt hier ein und setze mich aufs Bett und wein. Hat eh alles keinen Sinn. Die Maske, 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 bringt mir nix. Ich werde den Kerosinkanister mal voll machen. Sind hier unten eigentlich Fenster auf der Seite? Bin mir gar nicht sicher. Oh, doch, ja. Das ist aber gar nicht gut, wenn hier Fenster sind. Das würde bedeuten, es könnten Zombies und andere Geschöpfe hier eindringen. Ich brauche definitiv mehr Munition. Das ist noch etwa die Hälfte, das heißt, ich habe noch genau 2 Ladungen, also 4 im Ganzen. Dann ist Schicht im Schach. Gott, ich höre den Zombie da oben rumlaufen. Bleib du ja oben. Ich sag's dir, bleib du ja oben. Ich will dich hier unten gar nicht sehen. Du hast dir gar nichts verloren. Überhaupt nichts. So, dann lege ich das wieder ab. Oh, wenn die Munition nicht so knapp wäre. Ich meine, einen Zombie kann ich ja noch reinlaufen. Ne? Ich habe noch die Granate. Sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Jawohl. Ich habe alle Türen aufgeschlossen. Bin ich nicht gut? Ich bin spitze. Und die nächste Blendgranate. Wunderbar. Oh oh. Da hängt was an der Scheibe. Oh, bleib nur draußen. Bleib nur draußen. Ah. Da haben wir den hier schönes. Oh, Killerpflanze. Der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen, natürlich. Auf welche Farbe möchten Sie den Schalter denn bitte stellen? Rot. Ich denke mal, das ist Warmwasser. Was passiert, wenn ich die Chemikalie reinwerfe? Ihr macht nicht mal die Verpackung ab, ja? Tja, mein kleiner tentakeliger Pflanzenfreund. Boah, ich gibt's auf, weil sie Heilgrad. Und die nächste Maske. Das müsste die Maske sein, die nix sieht.
Eine Todesmaske ohne Augen, so ist es. Was ganz interessant ist, das ist der Geheimraum bei der Pianobar. Weiß auch nicht jeder. So, grünes Kraut. Grünes Kraut. Wir kombinieren das mit dies. Ja. Das sind noch drei grüne Kräuter, das passt. Und jetzt müsste eigentlich der Zombie durch die Scheibe hüpfen. Ich habe ja gesagt, ich kenne es auswendig, aber. Ja, wichtig, ja. Ah, da kommen Zweierpack. Ach du Scheiße. Hier rein am besten. Jetzt sind ja auch noch zwei Zombies. Why? Hallöchen. Er liegt auch schon so sehr bereit am Fußboden. Die Tür wird von etwas blockiert und lässt sich nicht öffnen. Da ist doch was im Schrank. Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 1998. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich mit diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an. Also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 1998. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben in Verbundenen mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 1998. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Da merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 1998. Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai 1998. Juckt, juckt. Scott kam. Hässlich. Hab ihn gefressen. Lecker. 4. Juckt. Lecker. Nett. Ich bin jetzt eigentlich nicht so scharf drauf, den Schrank hier aufzumachen. What? Da fliegt der Schädel. Ah, ein alter kleiner Schlüssel. Du auch noch? Dich habe ich jetzt leider nicht so gut erwischt. Den ersten hat es den ganzen Hirnsturm weggefetzt. So. Das hat sich definitiv nicht gelohnt hier drin. Ja gut, Pistolenmunition war ganz nett, aber ansonsten. Ansonsten war es nicht so toll. Wie komme ich jetzt am schnellsten, einfachsten und sicheren zu einer Inventarbox? Ja, da oben wäre eine, ich weiß, aber da sind wieder 2 Zombies im Gang. Ich will die Zombies eigentlich gar nicht umballern, weil sie eben dann zu Crimson Heads werden können. Oh, der eine steht hier. Der andere steht hier. Oh. Ah,
Ich finde die mit dem grünen Jackett eklig, mit dem rasierten Kopf, wo du die ganzen Venen siehst. Und das ist einfach nur pfui. Pfui ist das. Okay, der eine läuft da oben immer noch rum, das ist supi. Wenn ich doch nur mehr Muni hätte. Habe ich aber nicht. Okay, was mache ich jetzt als nächstes? Dieser Schlüssel. Ach, da war doch irgendwo eine Tür. Wo war denn die? Ne, das ist für das Tor draußen, für die Abkürzung. Nee, das brauche ich nicht. Ich nehme mal die Maske ohne Mund mit. Und am besten auch noch ein Farbband. Denn ich würde sagen, wir setzen gleich die zwei Masken ein im Garten. Und hoffen, dass uns nichts zerfetzt auf dem Weg dorthin. Ach shit. Der steht da super. Der Schuss war super. Ah, das war schlecht. Fress. Ich bin fast tot. Oh, so viel zu meinem Plan, dass mir nix die Beine wegfetzt, ne? So viel dazu. Jetzt, wenn da noch ein Feind draußen ist, bin ich tot. Ich frage mich nur, wo der Zombie hergekommen ist. Gott sei Dank halt das vollständig. Ich bin so froh drum. Wahrscheinlich jetzt ein Fehler, wenn ich hier rumlaufe. Wobei es eigentlich keinen großen Unterschied machen dürfte. Oder? Ne, müsste passen, sonst bin ich wieder in der Haupthalle. Okay, also alles nochmal glatt gegangen. Ich habe zwei Zombies ausgeschaltet, ohne dass ich irgendwas anzünden musste. Das ist schon mal gut. Hier draußen liegt noch ein Zombie. Das könnte auf lange Zeit ein Problem werden. Was? Der Zombie ist weg. Warum ist der Zombie weg? Habe ich den angezündet? Nee, habe ich nicht angezündet, oder? Ein Headshot war es auch nicht. Steht der jetzt hier unten oder was? Nein. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Augen. Die Maske habe ich rein zufällig. Blopp. Die ohne Mund brauche ich auch noch. Mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Das ist falsch. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle eines Mundes. Genau das brauche ich. Jawohl. Das könnte ein bisschen unstabil sein, das Ganze. Gut, dann fehlen uns ja nur noch zwei. Nur noch zwei kleine Masken. Wo die anderen sind, weiß ich sogar zufällig. Aber ich denke mal, das heben wir uns für die nächste Folge auf von Resident Evil HD Remastered. Wir haben jetzt schon einiges geschafft. Also ich kann mich da jetzt nicht so beschweren. Wir sind eigentlich ziemlich gut durchgekommen, wenn ich ehrlich bin, ja. Also vom Munitionsverbrauch, von Monstern umgehen und von Heil-Items bin ich eigentlich sehr zufrieden mit mir. So. Ach, hier ist ja gar keine Schreibmaschine mehr. Da steht jetzt eine Vase. Nein, der PC-Version war da draußen die Schreibmaschine. Deswegen bin ich leicht verwirrt. Tja, da werde ich hier mal speichern. Liebe Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge von Resident Evil HD Remastered. Ich bin natürlich euer Zarkon. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, schreibt einen Kommentar. Bleibt wundervoll, bleibt sexy und ich sage natürlich immer stay tuned. And so long.